Heidelberg. Eingebettet ins Neckartal ist die romantische Stadt bekannt für ihr Schloss und die geschichtsträchtige Altstadt. Die idyllische Lage und die Bedeutung Heidelbergs als Universitätsstadt machen innenstadtnahe Flächen überaus begehrt. Zudem zählt Heidelberg zu den wenigen deutschen Städten, die Bevölkerungswachstum verzeichnen. Lange Zeit schien es nicht möglich, dem steigenden Flächenbedarf gerecht zu werden, bis im Jahr 2009 ein zukunftsorientiertes Vorhaben in die Tat umgesetzt wird. Es entsteht ein neu geplanter Stadtteil in zentraler Lage, die Bahnstadt Heidelberg. Das Stadtentwicklungsprojekt realisiert die Idee, die Brachfläche des ehemaligen Güter- und Rangierbahnhofs umzunutzen. Dieser wurde bereits 1997 stillgelegt. Die Fläche der Bahnstadt ist mit 115 Hektar fast doppelt so groß wie die Heidelberger Altstadt. Wir selber haben im April 2009 den ersten Bagger anfahren lassen und haben dann das Bodenmanagement gemacht. Hier war ja alles Schotter und Gleisanlagen. Das musste erstmal alles gerodet werden, aufgeräumt werden. Da haben wir über ein Jahr gebraucht und dann ging es dann 2010 dann tatsächlich auch mit den Hochbauten los. Einmal fertiggestellt, bietet die Bahnstadt Platz für rund 5.500 Einwohner und 7.000 Arbeitsplätze. Dabei wird nach einem hohen Nachhaltigkeitsstandard gebaut. So ist die Bahnstadt eine der größten Passivhaussiedlungen der Welt. Passivhausstandard, das bedeutet, möglichst wenig Energie zu verbrauchen oder in Anspruch zu nehmen, einmal eine ganz klare Maßgabe. Aber das war nicht die einzige ökologische Betrachtungsweise, sondern die Stadt hat hier ganz intensiv Vorgaben gemacht Richtung Wassernutzung, Richtung auch Pelletheizung, also nachhaltige Energiestoffe, Smart Metering, das heißt Stromverbrauch ist ein wichtiges Thema im Energiekonzept. Es war ganz wichtig, keine Naturfläche zu verbrauchen. Also rundherum ist die Bahnstadt ein Stadtteil, ein Paket, was sehr ökologisch ist. Und zum Thema Passivhaus, wir sagen mit stolzer Brust, wir sind weltweit einer der größten, wenn nicht sogar der größte Stadtteil im reinen Passivhaus. In allen Bereichen des neuen Stadtteils wird ein hohes Maß an Durchmischung angestrebt. Unterschiedliche Gebäudetypen und somit differenzierte Wohnformen ermöglichen eine ausgeglichene Sozialstruktur. So entsteht neben Ein- und Mehrfamilienhäusern auch ein Studentenwohnheim. Für einen lebendigen Stadtteil spielt die vorgesehene Nutzungsmischung eine entscheidende Rolle. Es war auch ganz wichtig, dass wir hier keine Monostrukturen schaffen, dass wir keine Vorstadt oder Schlafstadt bilden, sondern dass wir hier das Modell der sogenannten europäischen Stadt schaffen, wo gearbeitet wird, wo gelebt wird, wo gewohnt wird. Diese drei Formen. In der Bahnstadt kommt noch zu, da wird auch noch geforscht. Hinsichtlich des Lebens als eine der städtischen Nutzungsformen stellt insbesondere das kulturelle Leben einen bedeutenden Aspekt dar. Erstaunlicherweise fand dies schon vor der Planung des neuen Stadtteils auf dem heutigen Bahnstadtgelände statt. Inmitten der Bahnstadt liegt die Halle 02. In diesen ehemaligen Lagerhallen des Güterbahnhofs hat das Atelier Kontrast seit 2002 einen vielseitigen Veranstaltungsort aufgebaut. Hier finden regelmäßig Kunstausstellungen, Konzerte, Partys und Kongresse statt. Wir sind eigentlich rein, haben das angemietet, damals noch von Aurelis, von der Bahntochter, einfach mal angemietet und halt angefangen mit eigenen Mitteln das zu investieren und das zu machen. Und das ist dann so groß geworden und jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren halt hier am Standort, jetzt ja auch mit 4 Locations, mit verschiedenen Hallen. Dann schon 2003 haben wir die Außenfläche, den Garten dazu genommen, Zollhofgarten damals, mit Poolbahn, mit Beachvolleyballanlagen, Pool und so weiter und haben da halt schon diesen Stadtteil entwickelt und bespielt, obwohl dann außenrum war im Prinzip gar nichts. Also langwegs noch die Gleise, auch hier hinter der Halle waren noch Gleise gelegen und die ganzen Außenrumflächen waren alle noch mit Gleisen zu und zwar im Prinzip noch gar nichts von Bauarbeiten, aber es war schon im Gespräch, dass dann dieser Stadtteil Bahnstadt kommt. Ursprünglich als temporäres Projekt geplant, gibt es die Halle 02 nun seit mittlerweile über 10 Jahren. Sie hat sich in der Heidelberger Kulturszene als fester Bestandteil etabliert. Also es war so, dass eigentlich von vornherein wir nur immer einen Jahresmietvertrag hatten. Das war also das Ding, man wollte sich von vornherein, hat im Prinzip gesagt, ja, hier kommt dann irgendeiner Stadtteil, dann geht das eh nicht mehr und ihr habt also nur einen Jahr-Mietvertrag. Bis vor ungefähr 2 Jahren dann der OB mal zu uns kam und hat gesagt, ey, pass auf, mach doch mal bitte ein Konzept, wie könnte das denn langfristig aussehen? Aber also auch vorher, als die Masterpläne gezeichnet wurden, da war ja teilweise die Halle 02 weg.
Die Betreiber der Halle 02 haben nun gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Konzept ausgearbeitet, das deren Fortbestehen als Bestandteil der Bahnstadt vorsieht. In einer Gemeinderatssitzung wurden ein neuer Mietvertrag und Investitionen in Sanierungsmaßnahmen beschlossen. So soll das Gebäude den Energiestandards der Bahnstadt angepasst werden. Auch die Lärmbelastung für Bewohner wird reduziert. Also die Halle 02 versteht sich als Stadtteilzentrum für die Bahnstadt. Wir wollen hier Angebot machen im Kunstbereich, natürlich Veranstaltungsbereich jeglicher Art. Für Firmen wollen wir ein Angebot machen. Wir werden gastronomisch ein großes Angebot machen, auch sehr ansprechend für die Bewohner, aber auch natürlich die Mitarbeiter. Und gerade im Bereich Ausstellungen wollen wir einen ganz großen Treffpunkt bieten mit einer hohen Qualität und natürlich dadurch auch den Stadtteil vernetzen, eben die Bewohner, die jetzt hier neu dazukommen, mit den Bewohnern, die es schon lange gibt. Und so haben wir auch die Möglichkeit, hier eine Brückenfunktion zu bieten, dass der neue Stadtteil eben in Heidelberg gut aufgenommen wird. Dem Konzept der modernen Vielfalt im urbanen Stadtteil steht scheinbar nichts mehr im Wege. Die Fertigstellung der gesamten Bahnstadt erfolgt voraussichtlich im Jahr 2020. Doch eines ist schon jetzt sicher. Dieses Stadtentwicklungsprojekt verkörpert aktuell eines der größten in Deutschland. Das Konzept lockt Investoren an und ein Großteil der teils noch im Bau befindlichen Häuser ist bereits verkauft. Es herrscht im Hinblick auf den Erfolg der Bahnstadt eine allgemein zuversichtliche Stimmung. Wenn man einmal schon die Chance hat, als Stadt Heidelberg einen neuen Stadtteil zu machen, dann muss man testieren, dass die Stadt hier alles richtig gemacht hat. Sie hat Prinzipien aufgestellt, wie sie sich ihren neuen Stadtteil vorstellt. Da spielt das Thema Nachhaltigkeit eine ganz, ganz wesentliche Rolle mit Ökologie etc. Und da spielt das Thema auch Durchmischung und soziale Durchmischung, Durchmischung von Arbeit und Wohnen und Forschen eine ganz wichtige Rolle. Das ist also etwas, was dann zusammen mit der Lage der Bahnstadt dieses zu einem Paket werden lässt, wo man wirklich sagt, die Bahnstadt ist wirklich einmalig und die Bahnstadt ist wirklich gelungen. Doch so ideal man einen Stadtteil vom Reißbrett planen kann, bleibt abzuwarten, ob die Bahnstadt letztendlich eine natürliche Dynamik entwickeln kann und in welche Richtung sich diese vollzieht. Erst dann, in ferner Zukunft, lässt sich der langfristige Erfolg des vielversprechenden Stadtteils beurteilen. Thank you.